Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play von Titan Quest D2 Immortal Mod mit dem Drago Basel. Gut, ich habe mich ein kurzes bisschen vorbereitet. Ja, halt die Schnauze. Ich habe hier meinen Wurfspeer schon mal. Ist zwar jetzt keine Wurfaxt oder Wurfmesser, aber auch gut. Und den Barbaren-Look, damit wir ein bisschen besser angepasst auf Barbaren-Fähigkeiten. Den findet man eigentlich ja mit wenig Glück beim Schamanen, der jetzt den Ball kommt. Also hätte ich den sowieso bekommen, zwar nicht im Let's Play erst einmal besiegen, aber ja, mit mehrmals besiegen, und das ist ja langweilig. So, dann hätten wir hier noch einen Langspeer. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Der ist nämlich ja schon ein bisschen stärker, minimalen Schaden. Hat eine bessere Durchschlagsrate. Heißt die Rate jetzt die, der Zufall, ob man durchschlägt, oder die Stärke des Durchschlags. Das ist Rate, also der Zufall. Ja, ist gleich gut. Also ist sogar ein bisschen besser. So, Geschicklichkeit brauchen wir. Ich hoffe einfach mal, dass die Äxte, die Wurfäxte, dann nicht Geschicklichkeit, Stärke abhängig sind. Aber wir werden sowieso dann auch auf Stärke gehen. So, noch ein bisschen anpassen. Das können wir lauter machen. Dialoge leiser. So. Das ist immer ein bisschen ein Problem beim solchen Spiel, wo alles so laut ist. Das können wir... Ja, komm, lassen wir... Also, können wir nichts auswählen. Aber die Fähigkeiten können wir noch verteilen, genau. So. Wir hatten ja gesagt, wir machen Baba. Und hier müssen wir eigentlich sofort hochgehen und dann auf Wurfspeerbeherrschung. So, das Ding ist auch benutzbar. Das ist ein Nahkampfspeer. Ich will aber einen Wurfspeer. Ja, das ist ein Langspeer. Okay. So. Geht schon viel besser als ein Bogen. Es war genauso langsam, aber hat viel mehr Schaden. So. Die auch. So, noch Heiltränke einsammeln. Sind wir hier oben. Jetzt kommt dann gleich der Schamane. Und der ist recht schwer. So, hier ist nichts mehr. So, da oben ist der Schamane ganz oben rechts gewesen. Und wir besiegen noch alle Gegner, damit die auch nicht nervig herum kämpfen. Weil wir rechts fliehen müssen manchmal. So, jetzt kommt er. Der macht richtig viel Damage. Aua, dann brennt er noch. Alles fackelt er ab. So. Ach, kein Problem. Aus der Entfernung. Ich bin Nahkämpfer gewesen. Und das ist schwer. Man macht fast kein Damage. Kurioserweise im Nahkampf. Und
kommt dann immer alles ab. So, noch ein bisschen. Gut, der ist tot. Ein Paladin-Look ist es diesmal. Immer eines der sechs Klassen. So. Und ja, die Trophäe haben alle besonderen Gegner. Zeigt einfach, dass wir die gewonnen haben. Und ist später vielleicht für ein oder zwei Quests nötig, aber das erst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und die kann man dann immer wiederholen. So. Dann gehen wir zurück. Schließen die Quest ab. So, Delle. Hallo. So, da oben ist er. Du hast den mächtigen Schamanen besiegt? Erstaunlich. Dein heutiger Sieg ist großartig. Aber ich fürchte, morgen wird es noch mehr Monster geben. Zumindest ist von der Ernte noch genug übrig, um uns alle zu ernähren. Nimm dieses Gold. Ich weiß, es ist nicht viel. Bitte such den spartanischen General Leonidas auf. Richte ihm mein Anliegen aus. Er soll uns ein paar seiner Krieger schicken, um uns zu beschützen. Und zwar schnell, bevor wir wieder überwältigt werden. Ja, die normalen Dialoge sind wieder ein bisschen zu leise. Da kann man leider nichts machen. Die lauten, ist die Sprache. Meine Klingen sind sehr. Auf Wiedersehen, mein Freund. Bleiben laut. Hallöchen. So. Bis zum nächsten Mal. Du kannst mir all deine Sachen anvertrauen. Hier haben wir noch ein Relikt. Das geht es überhaupt auf? Nur Bögen, ja. Dann bringt es nichts. Das hier hin. Möge Hera dich behüten. So. Dann gehen wir nach Süden. Du hast unseren Dank. Möge Hermes dich sicher. So, jetzt noch Gegner. Gut. Wir führten unsere Herden nach Hause, als uns ein Rudel Satyren angriff. Bei den Göttern. Die schnappten sich Tellis und zerrten ihn in eine Höhle bei der Straße. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Nirgendwo ist es noch sicher. Oh. Ja. Müssen wir einen retten. So, mal die Bogenschützen besiegen. Und dann mal schauen. Straße müssen wir schauen, wo das ist. Also eigentlich die Straße folgen, die ist dort oben. Man geht nach rechts, ja. Aber wir schauen uns da mal um. Ein Schrein der Meisterschaft. Sollte klar sein. Die geben einfach Buffs. Für eine kurze Zeit hier im Titan Quest sind die nicht so lang. So, da ist ein Lager vom Mondclan. Eine Truhe. Ja, ein bisschen Heiltränke. Okay. Heiltrank. Noch mehr. So. Da sind noch Speer. Okay, und hier noch? Da ist Suppe drin. Können wir ein bisschen Suppe trinken. Aber ich glaube kaum, dass die genießbar ist von den Satyren. Oder waren es früher die anderen Leute, die Menschen. Und jetzt wurde das übernommen. Aber dann müsste sie schon recht alt sein, oder?
nicht so schmackhaft. So. Was ist das? Feuerschaden. Machen wir mal Feuerschaden. Ist das jetzt keine Waffe oder was ist los? Geh nicht. Naja. So wackelt das. Ich muss da noch kurz etwas ändern. Das liegt wahrscheinlich am an den Grafikeinstellungen von Nvidia. Die habe ich wieder ein bisschen hochgedreht. Kurzen Schnitt. So, es lag an der vertikalen Synchronisation. Jetzt geht alles wieder. Okay, jetzt ist es wieder da. Ach, das nervt. Jetzt auf Stärke, so. Und hier bleiben wir noch bei der Klasse. Machen hier Wurfspeerbeherrschung. Okay, es ist für alle Wurfwaffen gut. Ja, haben wir immer noch keinen Skill, dann mache ich Doppelwurf als zweiten Skill. Und ja, dann sind wir komplette Barbar, können dann auch das Endgame-Set der unsterbliche König benutzen. Jetzt haben wir auch mehr Geschossgeschwindigkeit. Können wir viel besser treffen und machen auch schneller Schaden. So. Gut. Das wird wahrscheinlich ein schneller Bild, wenn er da noch doppelt schießt und so. Aber wahrscheinlich immer nur gegen Einzelgegner. Müssen wir dann schauen, wie schwer das Game wird. Es ist schon happig am Anfang. Vor allem, ob es dann später noch happig bleibt. Oder wir einfach die ganze Zeit farmen müssen oder so. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich schneide das meiste natürlich raus. Wir werden einfach ein paar Level nochmals wiederholen oder ein paar Boss ran machen und dann können wir dann im nächsten Part dann immer wieder mit besseren Items weiterspielen. Aber das ist nur mal bei solchen Spielen. Die sind sehr farming abhängig, sehr viel Grinding. Vor allem wenn es so schwer Games sind. Ja. So. Gut, da hat's noch. Hat recht viele Satyren hier. Hopp. Schieß doch endlich. So, dann mal da unten noch nicht. Oh, Schweine wieder. Fast nur zwei. Aber wir müssen dreimal werfen. Nochmal Schweine. So, Lille. Und dann hier nach oben. Oh, die sind zäh. Die fesseln mich in ein Netz. Oh, wir sind da. Das Reh abwerfen. Und hier haben wir aber ein Nahkampfsperr, oder? Ja, leider. Na gut. So, schauen wir noch diesen an. Geschicklichkeit, also müssen wir noch eins auf Geschicklichkeit machen. Ja, machen wir mehr auf Geschicklichkeit. Wir haben die zwei jetzt im nächsten Level. So. Wieder in ein Netz.
Hallo? Wieso treffe ich nicht? So. Ja, die sind ein bisschen inaktiv. Die hätten viel mehr Chancen gegen mich, dass sie alle auf einmal angreifen würden. Aber das machen sie nicht. So. Oh. Das sind besondere Monster. Questmonster einfach. Hm. Aua. Schnell befreien. Und hier ist noch ein Bogenschütze. Gut. Langspeer. Ich nehme die mal mit. Ein Bogen der Vernichtung. Ah, viel Schaden. Physische Schaden. Okay. Die kann man zusammen machen. So. Und bei Truhe muss man immer aufpassen. Die Fallen können euch one-hitten. Aber es kommt keine Falle raus. Gut. Ja, Schäden müssen wir nicht mitnehmen. So, dann haben wir das. Und ein Bandring der Muskelkraft haben wir bekommen. Mit 5 Stärke und 10 Feuerwiderstand. Okay, super. Ja. Da haben wir noch eine Rune. Mit das ist die, wo wir benutzt haben. Machen wir das alles rechts. Das Sachen, wo wir brauchen. Oder lagern müssen. So. Und dann geht's raus. Dann geben wir die Quest ab. So. Zurück. Und Quest abgeben. Tellis lebt noch? Ich kann meinen Ohren kaum glauben. Ich hatte aufgegeben. Danke, Krieger. Vielen Dank. Ja, jetzt freut er sich. So. Verkaufen wir mal die Items. Deine Arme und Beine, die sind auch sehr wichtig. Ja, bis ja. Zum nächsten Mal. Du kannst mir all deine Sachen anvertrauen. So. Gut, dann können wir auch den benutzen. Eine Eiche. Eichensperr. So, und gehen noch ein bisschen weiter. Bis hierhin habe ich da mal gespielt mit dem Barbaren-Nahkämpfer. Aber es ist recht schwer. Mal schauen. Ja, das ist auch klar. Mit Umschalt kann man stehen bleiben und schießen. Aber das mache ich nicht so gern. Man kann genug einfach schießen. Das sind für die, die nie treffen oder so, damit sie nicht zum Gegner laufen. Aber die Hitboxen sind ja recht groß. Bis da drüben sind die Hitboxen. Also einfach. Also ohne Umschalt. Ein paar Tränke. Gut. So, das sind die Harpien, die recht viel Schaden machen im Nahkampf. Deshalb so schnell wie möglich besiegen. Und hier auch noch. Und hoppla. Gut. So, denn. Oh, der hat eine Sense. Aber der kann. Doch, er kann angreifen. Dachte schon, er kann nicht angreifen. Oh, eine blaue Sense. Blau sind die. Wie sagt man hier in Titan Quest? Für die nicht legendär, episch, glaube ich.
Und das sind die episch, die lilanen, also die zweit, die noch bessere Stufe. Auf jeden Fall die blauen Items für einen Stabkämpfer. Vielen Dank. Ich saß hier ein wenig in der Klemme. Das muss ich zugeben. Ich danke dem Gott Hermes, dass er dich geschickt hat. Ja, danke. Ich habe einen Barbar gemacht und einen Paladin mit Auren. Und der auf Stabkampf macht. Mit dem muss ich dann die Sense. Also die Sense ihm geben. Oder nochmals holen. Wenn die immer droppt. Scheinbar hatte die immer dann in der Hand. Und dann macht er Schaden. Wow. So. Hier sind viele Raben. Alle weg. Jetzt haben wir bald das Level, das wir brauchen. Ein neues Level. Oh, eine Level 6 habe ich. Ah. Gut, aber noch kein Level. Da ist einer. So, denn. Ah, noch ein Wildschwein. Gut, dann schauen wir mal. Ja, Geschicklichkeit brauchen wir. Und ja, machen wir Geschicklichkeit. So. Wir haben hier die drei schon. Also können wir eigentlich die zweite Klasse wählen und hier nach oben gehen. Doppelschwung brauchen wir nicht, weil wir Fernkampf sind. Aber Doppelwurf. Ja, ist keine Synergie. Gut. Gibt's, glaube ich, hier auch gar nicht. Gut. Also gibt es versteckte Synergien, die einfach nicht geschrieben sind. Ich hoffe es mir jedenfalls nicht. Müsste da noch ein bisschen in Form lesen. Aber ja. So, kommt hier ein Brunnen. Ja. Gut, dann schauen wir das nächste Mal bei dieser Quest vorbei. Und vielleicht finden wir die Spartaner im nächsten Part. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zugucken. Und im nächsten Part bin ich auch wieder ein bisschen besser. Ja, nicht mehr so krank. Und ja. Also dann. Tschüss.